Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Zocken mit dem Sammler. Wir haben mal wieder Montag und was heißt das? Eine neue Quizrunde erwartet uns nun. In dem Push stand irgendwas drin von der Oscar-Verleihung, die jetzt am Wochenende stattgefunden hat. So spontan, muss ich sagen, habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Ich hatte nur gehört, dass jetzt eine zweite weibliche Regisseurin dort diesen Preis abgeräumt hat. Und irgendwie Anthony Hopkins den Preis für sein Lebenswerk oder irgendwie sowas. Wo bleiben unsere Quizduellanten? Hi, da sind sie alle. Da sind sie. Erste. Wir hatten wieder 10 Erste, Fünfte. So wie sich das gehört. Ja, guck, ganz viele schreiben auch immer einfach nur Hi, dann ist man auf der sicheren Seite. Genau, moin. Hi aus München. Hi aus Dortmund, sehr schön. Hi aus Hamburg. Aus dem Allgäu, liebe Grüße an Lasse Petersen. Hallo aus Wattenscheid, mit ganz vielen Herz-Smileys. Wir haben gedacht, wir können mal wieder so ein Pre-Quiz machen, bevor alle eingeschaltet haben. Genau, heißt, wir fragen was ganz Spannendes und ihr könnt dann in den Chat schreiben, was die Antwort ist. Genau, damit man sich schon mal so ein bisschen aufwärmen kann für das eigentliche Quiz. Wir sagen auch die richtige Antwort und wir dachten, besonders aktuell ist es ja, wenn wir uns mit den Oscars beschäftigen, die ja heute Nacht waren. Die waren heute Nacht. Aber wir machen erstmal generelle Oscar-Fragen, nicht unbedingt welche, die heute Nacht waren. Ja, dann können wir mal mit der ersten Frage anfangen. Ihr könnt die Antwort einfach in den Chat schreiben. Welcher Film hat die meisten oder jemals die meisten Oscars gewonnen? Ja. Insgesamt, nicht heute Nacht, sondern in der ganzen Oscar-Geschichte, welcher Film hat die meisten Oscars gewonnen? Ich habe schon gesehen. Aber ich habe auch schon andere. Ja, ja, die meisten wissen das. Titanic schreiben die meisten, einige schreiben Herr der Ringe stimmt nicht. Genau. Titanic ist richtig, genau. Wurde ganze 14 Mal nominiert und hat wie häufig gewonnen, Christina? 11 Mal gewonnen. Genau. Wo ihr schon so dabei seid, wollt ihr uns auch noch verraten, wer letztes Jahr den Oscar für den besten Film bekommen hat? Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen bei der ersten Frage. Ja, ich habe es auch schon gesehen, aber das ist dann jetzt die richtige Antwort, das ist umso besser. Genau, da kommt der. Genau. Ihr wisst Bescheid. Hast du auch gesehen, oder? Habe ich auch gesehen. Genau. Wenn ihr den alle geguckt habt, dann sagt doch mal, was ihr davon haltet. Garnika, du kannst gerne die richtige Antwort. Genau, Parasite ist die richtige Antwort. Sorry, genau. Ich hab das so häufig gesehen, dass ich schon gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, das noch zu sagen. Aber klar, das wissen die meisten von euch also richtig. Ich habe ihn gesehen, ich fand ihn gut, war sehr ungewohnt mit der Sprache, aber war super interessant. Ja, aber es ist ja irgendwie eigentlich ganz schön, dass man mal über seinen Horizont so hinausblickt und mal ein bisschen auf anderen Sprachen guckt. Einige Schreiben kenne ich nicht, ja. Sehr, sehr gut. Und hier sind wir. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist wieder Montag und wir sind wieder dabei mit Quizduell Live. Mein Name ist Christina und zusammen mit mir heute hier in der Technik unsere Annika. Hallo, liebe Quizduell-Freunde, wir sind wieder da. Ein neuer Montag, ein neues Quizduell Live-Quiz. Genau, wie immer gehen wir davon aus, dass ein paar neue Leute mit dabei sind. Darum erklären wir euch einmal die Regeln. Heute haben wir 12 Fragen für euch vorbereitet. Ganz verschiedene Fragen im Allgemeinwissensbereich, könnte man sagen. Und wenn du richtig antwortest, kommst du in die nächste Runde. Wenn du falsch antwortest, bist du heute leider raus. Aber bis Frage 7 haben wir natürlich einen kleinen Joker für euch. Und zwar unsere Rettungsringe, die ihr bis Frage 7 einsetzen könnt. Genau. Heute im Pott gibt es natürlich was zu gewinnen, und zwar 4.000 Tickets und 400 Rettungsringe, die werden dann am Ende zwischen allen Gewinnern aufgeteilt. Und wir haben momentan eine kleine Aktion, mit der man auch zusätzlich Rettungsringe bekommen kann, und zwar in der App könnt ihr Freunde einladen. Das dürft ihr auf jeden Fall nicht vergessen, das heißt, wenn ihr Rettungsringe braucht, ladet Freunde ein, wenn die dann mitspielen und dabei sind, bekommt ihr Rettungsringe. Diese Woche sind wir immer Montag bis Donnerstag live, immer um 18 Uhr. Ja. Mittwoch haben wir was ganz Besonderes. Genau, Mittwoch haben wir was ganz Besonderes. Annika, willst du erzählen? Achso, ja, wir haben ja Mittwoch jetzt immer unsere Themenquiz und diesen Mittwoch haben wir ein Logo-Quiz. Also bereitet euch gut vor, lernt alle Logos auswendig, dann seid ihr top vorbereitet. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit den Logos, weil man kennt sie irgendwoher, aber den Namen weiß man dann. Ja, immer so zuordnen kann schon schwierig sein. Genau, mittwochs gibt es ja, wie Annika sagt, jetzt immer ein Themenquiz. Also wenn ihr neue Themenideen habt, die wir hier noch nicht gesehen haben, dann schreibt ihr auch gerne in den Chat. Genau, wir gucken, was ihr wollt. Wir können natürlich nicht immer alles sofort garantieren, aber so mit der Zeit
arbeiten wir alle ab. Genau. Und ich würde sagen, jetzt haben wir viel erzählt, jetzt haben wir viel geredet und wir starten mit der allerersten Frage. Auf geht's. Unter welchem Namen kennt man eine berühmte Gletschermumie? Böhmi oder Ötzi? Immer ein einfacher Start. Ich hoffe, das wissen viele Leute. Genau, das hat man irgendwie, ich weiß nicht, ob man das in der Schule gelernt hat, aber irgendwie ist einem das häufiger mal über den Weg gelaufen, habe ich das Gefühl. Doch, genau, ich habe es auch in der Schule gelernt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Fach man es gelernt hat. Genau, und die richtige Antwort ist natürlich Ötzi und wir haben 13.641 Leute, die mit dabei sind. Sehr, sehr gut. Und viele haben es schon geschrieben, Böhmi wird natürlich der Moderator Jan Böhmermann auch mal genannt. Geschichte sagen viele. Wer das nicht weiß, ist doof. Okay. Genau, weiter geht's mit Frage Nummer 2. Welche deutsche Stadt wird oft als Marzipanstadt bezeichnet? Lübeck, Bonn, Mannheim oder Schweinfurt? Wir haben schon festgestellt, dass wir sehr unterschiedliche Einstellungen zu Marzipan haben. Christina ist kein Fan. Genau, ich bin leider kein Marzipan-Fan, aber ich mag Lakritz. Ich bin großer Fan. Wie sieht das für euch aus? Sind hier ein paar Marzipan-Liebhaber dabei? Ich bitte drum. Da könnt ihr gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr Marzipan mögt oder nicht. Ich mag Mandeln, aber kein Marzipan. Und in dem Fall ist die richtige Antwort Lübeck. Und das liegt daran, ja, Lübecker Marzipan, Königsberger Marzipan, dass Lübeck eine Hafenstadt ist und die Mandeln gut dahin transportiert werden konnten. Ja. Mhm. Und ich wusste nicht, warum das ist, ich wusste nur, dass das auf der Marzipan-Packung steht. Ja, ganze 13.000 Leute wussten das, mit denen wir jetzt in Frage 3 übergehen. Bei welchem der folgenden Begriffe handelt es sich um ein Tier? Flamenco, Tango, Mamba oder Mambo? Genau. Und für die von euch, die sich nochmal über Tiere insgesamt vielleicht ein bisschen besser informieren wollen, haben wir auch noch ein gutes Bei unserem Tier handelt es sich zwar nicht um einen Wal, sondern um eine Schlange, aber genau. Könnt ihr euch trotzdem besser darüber informieren. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Flamenco, Tango und Mambo sind natürlich Tänze. Das heißt, die richtige Antwort ist Mamba. Sehr gut. Wusste nicht, Flamenco klingt auch ein bisschen wie Flamingo, muss man ja sagen. Bisschen, ja. 11.000 Leute, die es wussten und die mit uns in Frage Nummer 4 weitergehen. Und da ist eine kleine aktuelle Frage zu den Oscars. Also hört genau hin. Wie heißt der diesjährige Oscar-prämierte beste Film? La La Land oder Nomadland? Ja, sehr aktuell, weil alles erst heute Nacht entschieden. Aber genau. Vielleicht habt ihr es ja gehört oder könnt es ausschließen. Keine Ahnung. Wir schreiben viel zu schwer. Habt ihr heute bei den Oscars aufgepasst? Habt ihr nicht aufgepasst? Ich habe es heute früh erst online gelesen, wusste es aber nicht. Hat also nicht zugeguckt. Genau, hat auch noch zwei andere Oscars bekommen. Nicht nur den für besten Film, sondern auch für beste Regie und beste Hauptdarstellerin. Ja. Und die richtige Antwort ist Nomadland. Und das wussten 9.900 Leute. Und La La Land hat auch mal gewonnen, aber das war 2017 mit 6 Oscars. Ja. Aber auch allerdings nicht den besten Film. Das hieß es erst. Genau, hieß es erst, es war dann Fake News. Genau, vor der nächsten Frage zeigen wir euch zwei Bilder. Also schaut genau hin. Gibt zwei aufeinanderfolgend, also gut aufpassen. Da fragt man sich, was haben die gemeinsam? Ne? Genau, welchen Namen teilen sich diese beiden? Rex, Ray, Rita, Rosa. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr wisst, wer das war? Genau. Schon mal gut, wenn man mindestens einen davon kennt, dann kann man das vielleicht ein bisschen schließen. Genau. Ich sehe auch irgendwie gerade alle Antwortmöglichkeiten im Chat. Das ist natürlich Rosa, Ray, Uschis, Rita habe ich auch Lea. Genau, viele Antwortmöglichkeiten. Einer schreibt schon Lana Del Rey, das war natürlich eine der Personen. Und die richtige Antwort ist Ray, weil es ist Lana Del Rey und Ray aus Star Wars. Ja. Sehr gut. Haben wir tatsächlich einige verloren. Da haben wir einige verloren. 7.000 Leute weiter in der nächsten Runde und fast 3.000 verloren. Keine Star Wars oder Lana Del Rey Fans scheinbar. Okay, weiter geht's mit Frage Nummer 6. Worin messen sich Teilnehmer im E-Sport oder E-Sport, wenn man es auf Deutsch haben möchte? Eishockey, Ausbrechen aus Räumen, Einradfahren oder Computerspiele? Genau. Hat jemand von euch schon mal E-Sport Stracke 09, E-Sport bitte gemacht? Grüßt mich. Wir grüßen dich hiermit. Ich glaube, das wissen viele. Viele schreiben die richtige Antwort in den Chat. Genau. Und was ist die richtige Antwort, Christina? Die richtige Antwort ist Computerspiele. Sehr gut. Ja, das haben wir. Das wissen 8.400 Leute, sehr, sehr viele. Und vielleicht als kleiner Fun-Fact oder so ein bisschen unnützes Wissen. Der Deutsche Olympische Sportbund, der erkennt E-Sport bisher nicht als Sport an. Aber Schach ist als Sport anerkannt.
Ja, könnt obwohl ihr mal, das ja durchaus vergleichbar ist, wenn man also kontaktlosen Individualsport betrachtet. Aber vielleicht wird das ja noch. Das eine ist ja auch ein bisschen neuer. Vielleicht braucht das einfach ein bisschen. Ganz genau. Okay, wir kommen zu Frage 7. Letzte Chance für den Rettungsring. Jetzt könnt ihr noch anwenden, danach nicht mehr. Und vorher hören wir uns ein kleines Lied an, also Ton an und hören. Genau, Frage ist, wie heißt diese Band? Ace of Base, Lynyrd Skynyrd, Milli Vanilli oder Tears for Fears? Ja. Muss man erstmal aussprechen können, die Antwortmöglichkeiten hier. Genau, da kann mir auch jemand schreiben, wie man es genau ausspricht, die zweite Antwort. Herzlichen Glückwunsch, Lea 2010, die hat heute Geburtstag scheinbar. Herzlichen Glückwunsch. Genau, was war das Lied, was wir hier gehört haben, Christina? Das Lied heißt Shout. Und zwar? Und Silbermond ist nicht die richtige Antwort, da schreibt nämlich jemand Silbermond, sondern die richtige Antwort ist Tears for Fears. Und das wussten 7200 Leute, aber auch einige verloren hier bei Ace of Base. Ja. Mhm. Sehr gut. Was schreibt der Chat? Tears for Fears. Lynyrd Skynyrd schreibt jemand, so sollte man es aussprechen. Lynyrd Skynyrd, man sieht ja verschiedene Skynyrd. Sachen. Ich habe es tatsächlich vorher auch geübt, wie man es ausspricht und habe es beim Vorlesen wieder vergessen. Genau, wir machen weiter mit Frage Nummer 8. Was ist die aktive Substanz bei der Zahnbleichung? Wasserstoffperoxid, Lachgas, Kaliumcyanid oder Natriumchlorid? Mhm. Ja, jetzt muss man entweder sich mit Naturwissenschaften gut auskennen oder was kann auch helfen, Christina? Mit Haare färben, Haare blondieren kann man sich auch auskennen, um das zu wissen, genau. Da wird scheinbar die gleiche aktive Substanz genutzt. Kleiner Tipp von unserer Seite. Und dann schauen wir mal, wie viele das wussten. Das wussten 5800 Leute. Die richtige Antwort ist Wasserstoffperoxid. Aber viele haben auch Natriumchlorid angeklickt. Ich weiß gar nicht genau, was mit Natriumchlorid da machen würde. Das könnt ihr uns auch verraten, falls ihr da die richtige Antwort für wisst. Genau, schreibt mal gerne in den Chat, was man mit Natriumchlorid macht. Ich überlege gerade, ich glaube... Natriumchlorid? Ist das nicht einfach... Ja, ich kann... Kochsalz. Ich dachte, das wäre sowas ganz... Ja, genau, das Kochsalz, ist Salz. Ne? Ich wollte auch sagen, es ist nicht Salz, sowas, ja. Ich glaube, das kann vielleicht auch dabei sein, aber bringt dann nicht so viel. Aber trotzdem wussten 2000 Leute nicht, dass man damit keine Zähne färbt. Mit Kochsalz. Zähne oder Haare. Wäsche waschen kann man damit auch machen, genau. Okay, weiter geht's mit Frage Nummer 9. Wer kennt sich mit Zwiebelfischen aus? Gärtner, Klempner, Buchdrucker oder Geburtshelfer? Klingt irgendwie ganz witzig. Ich habe erst an Silberfische gedacht, als ich es gehört habe und dachte, das ist vielleicht eine andere Bezeichnung dafür. Habe ich auch kurz dran gedacht. Wäre der Klempner sehr naheliegend? Genau, bei Silberfischen schon. Das sind ja so die Tiere, die man nicht unbedingt in seinem Badezimmer haben möchte. Da sage ich mir, ihr wisst ja nichts. Wir wissen ganz schön viel, aber manchmal trauen wir uns nicht, das zu sagen. Okay, in diesem Fall ist die richtige Antwort der Buchdrucker. Und das wussten 2757 Leute. Wir haben hier fast 4000 Leute verloren. Ja, beim Gärtner und beim Klempner. Und Annika, willst du mal verraten, was der Buchdrucker und Zwiebelfisch miteinander zu tun haben? Ja, ein Zwiebelfisch sind so einzelne Buchstaben, die in Zeitungs- oder auch Buchdrucken irrtümlich in einer anderen Schrift gemacht wurden, also in einem anderen Font. Wie nennt man das? Genau, wenn da irgendwie ein Druckfehler ist und der Buchstabe anders aussieht, in einer anderen Schriftart genau getippt worden dann ist. Dann ist das eine Zwiebelfisch. Genau. Jetzt wisst ihr es, jetzt könnt ihr das einfach mal so als Funfact irgendwo einwerfen, falls ihr den mal sieht. Genau, bitte Jan Tauer grüßen, den grüßen wir sicher, der guckt bestimmt auch fleißig zu. Der ist auch wieder dabei morgen, keine Sorge. Genau, wir kommen zur Final Countdown. 3 Fragen haben wir noch und vor Frage Nummer 10 zeigen wir euch ein kleines, sehr süßes Bild. Genau, süß. Schön große Augen, auch noch so ein süßes Lächeln. Genau, und die Frage lautet, wie heißt dieses photogene Tier? Didik, Kiwi, Quokka oder Kakapo? Muss man sich jetzt auch erstmal auskennen. Kann man vielleicht auch die National Geographic für lesen. Schreiben viele süß. Genau, wird auch Kurzschwanzkänguru genannt. Und ist dementsprechend auch in Australien verbreitet, genau. Wie das andere Känguru. Leider nicht bei uns in Europa, aber in Australien gibt es das. Und die richtige Antwort ist natürlich Quokka. Und
das wussten 2027 Leute, sehr, sehr viele, die mit uns in die nächste Frage kommen. In die vorletzte. In die vorletzte Frage, genau. Woher hat der Jeansstoff Denim seinen Namen? Zweiter Vorname von Levi Strauss? Französische Stadt? Bläuliches Edelmetall oder Name von Kupfernähten? Ja, muss man wissen, wo kommt die Jeans so her? Wo kommt die Jeans, die wir ja täglich tragen, eigentlich her? Naja, möchtest du uns das dann direkt mal erläutern, wie das genau aus der südfranzösischen Stadt kommt die. Die heißt Nîmes. War das Nîmes, ja? Nîmes, genau. Genau, und wurde dann als Denim bezeichnet. Und da steht natürlich, oder amerikanisiert ist das dann Denim. Und darum ist französische Stadt die richtige Antwort. Und das wussten nur 967 Leute. Wow, wow, wow. Wir gehen mit sehr wenig Leuten die letzte Frage. Heißt, ihr könnt heute sehr, sehr viel gewinnen. Je nachdem, wie viele ihr jetzt noch rauskicken könnt. Genau, und Frage Nummer 12, wie eine kleine Oscar-Frage, nicht auf gestern bezogen, sondern auf allgemein bezogen. Ja. Und die Frage lautet, wer wurde insgesamt 52 Mal für einen Oscar nominiert? John Williams, Meryl Streep, Werner Herzog, Katharine Hepburn. 52 Mal klingt jetzt erstmal nach einer ganzen Menge. Genau, und da kann ich euch auch einen kleinen Tipp jetzt geben, wo ihr nicht mehr antworten könnt. Es ist ein Produzent von Film- und Orchestermusik und hat zum Beispiel die Musik für Filme wie Der Weiße Hai, Jurassic Park, Star Wars und Harry Potter komponiert. Und die richtige Antwort ist John Williams. Und wir haben 334 Gewinner heute. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und wir können die Gewinner einmal vorlesen. Madeleine Lulu aus England. Dazza 225, GTA 2926, Manja 91, Gräfin 2763, Blair 1961, Witch, Olli Pause, Yalo 89 und Guest 853-3889. Herzlichen Glückwunsch an euch. Und ihr könnt jetzt den Link anklicken, falls ihr Readly 6 Wochen testen könnt, einfach draufklicken und genau, ganz unverbindlich anmelden. Und morgen sind wir wieder da um 18 Uhr, morgen mit Jan und Winston. Am Mittwoch, wie gesagt, ein kleines Logo-Quiz mit der Annika und dem Jan. Genau. Genau, und dann würden wir sagen, danke für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Die Tage. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Dann. 42 Mal für den Oscar nominiert. Ich glaube, Meryl Streep war, glaube ich, 24 Mal. Also die war auch ganz schön oft. Oder 18 Mal. Naja gut, auf jeden Fall bin ich jetzt mal wieder bei der letzten Frage rausgeflogen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, ich hoffe, ihr habt gewonnen. Ja, das ist mit dem Kommentieren immer ein bisschen schwierig, wenn gerade die beiden dabei sind. Da hast du natürlich immer sehr viel Gequatsche dann zwischendrin. Da weißt du auch immer nicht richtig, wann kannst du jetzt ansetzen, um mal irgendwas dazu zu sagen und wann nicht. Da ja dann kaum mal ein paar Sekunden wirklich Ruhe ist, damit ich irgendwie mal einen Kommentar dazu abgeben kann. Aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis morgen für eine neue Runde Quizduell. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.